Es geht weiter. Oh. Nee. Da ist da unten, hängst du da raus. Da haben wir wieder einen kleinen Klitter. Nein, ich bin schon dran. Und dann werden wir die Mission vor den Dom machen. Ja, der Dom. Bevor wir da reingehen und dann wieder ewig lang rumtratschen müssen, was sowieso passieren wird. War nicht hier was zu tun? Oh, da ist was Fettes. Da ist schon mal was Fettes. Ihr zwei zuerst. Gott, verdammt, Controller. Wirklich? Auf dich auszuhängen. Brauche dich. Au. Ach, gute Arbeit. Wenn dann Ray macht was. Zum zweiten Mal. Oh. Normal lebt hier noch jemand. Und es sind nicht alle tot. Axt kann ich nicht mitnehmen. Schade. Wieder viel kann ich nochmal töten. Nice. Ein bisschen Loot ändern. Und hier ist dann ein fettes Viech. Rohes Fleisch, gebratenes Fleisch. Wir stellen selber noch was her. Wer ist der Typ? Oh, der, mit dem ich reden muss. Hey du, was gibt es Neues aus dem Süden? Du meinst Edan? Nein, ich rede von dem richtigen Süden. Die Wüste Tavar natürlich. Der Berserker Askor ist ermordet worden. Echt jetzt? Wow, das ist krass. Wie ist das denn passiert? Du warst vor 3 Monaten nicht zufällig in der Nähe von Goliath? Ha, das Kaff habe ich ja schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen. War immer auf der Scheißfarm, wo sonst? Und einfach alleine da raus in die Wildnis? Vergiss es. Dazu fehlen mir noch ein paar mehr Fähigkeiten im Kampf. Nie darüber nachgedacht, Krieger zu werden? Mann, dafür müsste ich erst mal lesen können. Die lassen einen gar nicht weit die Karriereleiter rauf, wenn du nicht lesen kannst. Askor war derzeit der einzige von uns Setzern, der lesen konnte. Darum war er bei denen auch so hoch angesehen. Du kanntest Askor? Ja, wir sind etwa im selben Alter und haben als Kinder oft am Mana-Schrein in der Stadt zusammen gespielt. Kann noch kaum glauben, dass er jetzt tot ist. Trägst du eine Waffe? Klar, ein Schwert und eine Knarre. Klein, aber mein. Ich nehme an, du warst schon öfter im Wald vor Goliath. Manchmal. Wir mussten aber immer aufpassen, dass sie uns nicht erwischen. Wegen des dämlichen Gesetzes der Berserker und so. Idioten. Als ob man die Leute auf Dauer in der Stadt einsperren könnte. Du bist auf jeden Fall nicht der Mörder von Askor. Scheiße, nein! Wie sollte ich das denn auch angestellt haben? Ich habe monatelang auf der Farm gearbeitet, ohne irgendetwas anderes zu sehen. Eben. Oh. Torgal braucht dich beim Weltenherz. So? Und wenn ich keine Lust mehr habe, herumkommandiert zu werden? Soll er sich doch aus Goliath ein paar gesetzestreue Typen rankarren lassen? Mein Weg führt mich in die Wüste, sobald meine Reisevorbereitungen abgeschlossen sind. Was interessiert dich die Wüste von Tavar? Die Scheiße hier hängt mir zum Halse raus. Berserker, Kleriker, allesamt in denselben Sack mit ihnen. Gesetze, Gebote und Verhaltensregeln. Ich sag dir was, scheiß auf die Regeln, scheiß auf Gesetze, scheiß auf die Berserker. Die Outlaws in der Wüste sind das einzig Wahre. Wie viel willst du noch fluchen? Was ist mit der Eskorte passiert, die dich zum Hof begleiten sollte? Ich gebe dir einen Tipp. Viele Klauen, viele Zähne, viel Blut.
konnte meinen Hals noch rechtzeitig aus der Schlinge ziehen und bin zum Hof gerannt. Ihre Kadaver verschimmeln sich ja irgendwo in der Nähe oder liegen den Biestern schwer im Magen. Keine schöne Sache das. Aber ihr Opfer hat mir den Arsch gerettet. Na, Gott sei Dank. Wegen der Sache mit dem Weltenherz. Ja? Du kehrst zurück oder ich zwinge dich dazu. Jetzt halt mal die Luft an, ja? Welches Recht nimmst du dir, dich hier so aufzuspielen? Das Recht des Stärkeren. Und jetzt lauf. Ganz ruhig. Wir können uns doch zivilisiert unterhalten. Gib mir wenigstens einige Splitter, damit ich ein paar Sachen kaufen kann, die mir meine Arbeit erleichtern. Hier, dafür meldest du dich umgehend bei Torgal. Danke. Jetzt fällt es mir nicht mehr ganz so schwer. Ich breche gleich auf. Sonst reißt Torgal mir den Arsch noch weiter auf, als er es ohnehin schon tun wird. Wer ist der Typ da hinten? Wer sind die ganzen Typen hier? Hallo? Jungs? Bauer? Das sind fette Biester um die Ecke. Nicht? Oh, schauen wir ins Haus rein. Heiltrank. Bett. Elixid. Oh. Gehen wir besser schnell speichern, bevor wir die Bauern ausrauben. Keiner sieht was. Ihr seht mich nicht stehlen von euch. Ich werde in eurem Bett schlafen. Ohne Schlüssel wird das nichts. Und ich werde in eurem Bett schlafen. Ich glaube, da gibt es noch eine Quest am Hof. Okay, wir haben schon alles gestohlen. Braucht man nicht mehr schleichen. Okay, wer von euch wird mir die Quest geben, das direkt nicht. Da ist irgendwer normal, der mir eine Quest gibt. Du bist sicher hier, um deine Nahrungsvorräte aufzufrischen, nicht wahr? Die Felder werfen ein bisschen was ab. Wir werden uns also sicher einig. Wer beschützt deine Felder? Im Grunde brauchen wir hier keine Wachmannschaft. Die Alps haben bisher kein Interesse an meinem Hof gezeigt. Die Alps sind nicht die einzige Bedrohung. Natürlich gibt es da noch die Viecher, aber mit ein paar Brettern lässt sich das Haus recht schnell provisorisch verbarrikadieren. Manchmal dauert es natürlich, bis so ein Biest abzieht, aber ich bin es gewohnt. Was hast du anzubieten? Sieh dich um. Ah. Oh. Fast Trevor. Ich werde sowieso jetzt die Biester zu ihm locken. Zuerst schauen wir noch darüber. Da war, glaube ich, noch ein Controller. Was passt bei dir heute nicht? Das will ich nicht kommen sehen. Jetzt kann ich looten. Guck. Oh. Aussicht genießen. Den schönen Regen. Da. Wandstasche. Hey, kleiner Elex-Trank. Der wird in einen großen Elex-Trank verwandelt. Für Punkte in Stärke und so. Okay, und jetzt werden wir den Typen das Leben zur Hölle machen. Yep. Das wird jetzt passieren. Die armen Bauern. Ich hoffe, damit bereue ich. Jetzt habe ich mir keine Mission später. Was ist das für ein Ding? Ein Pilz? Yo! Du fettes Teil da.
Was brauche ich da? Wo ist diese Waffe? 43 Stärke und Geschicklichkeit. Stärke, Geschicklichkeit werden wir nicht hinkriegen so schnell. Haben wir noch Granaten oder so? Wow. Schaut nicht so aus, als würden wir das Viech erledigen. Aber wir werden uns bald das nächste Schwert freispielen. Okay, komm runter. Oh wow. Ich. Ja, mach das. Viel Spaß. Du kümmer dich mal drum. Ich glaube, ich gebe lieber die Mission ab. Ist, glaube ich, doch noch nicht mein Fighter. Schaut nicht so aus, als wäre das machbar. Oh. Gebe ich lieber selber eine Mission ab. Jo, was geht ab, Mann? Rock arbeitet wieder für dich. Die Zeit, die uns wegen seinem Ausbleiben verloren ging, wird nur durch jede Menge Schweiß wettzumachen sein. Aber mein Fuß ist groß genug, ihm diesen abzuverlangen. Hier, für deinen Einsatz. Nice. Ich glaube, ich habe die Setzer. Darf ich rein? Halt! Hier. Nein, darf ich nicht. Wie viel Setzerbröte haben wir? Bröte. 3 fehlen noch. Okay. Vielleicht finden wir diese 3 Brötchen noch, damit die Typen drüben nicht verhungern müssen. Ansonsten gehen wir Richtung The Dome. Oh, da wird wieder so viel zum Reden sein. Bevor ich wieder sofort one-shotted werde. Oh wow. Naja, ich habe schon gemerkt, dass das nicht mein Fight ist. Hauen wir ab, Ray. Hauen wir ab. Wir gehen lieber rauf. Geben auf und gehen rauf. So schnell. Ja. Ihr wollt doch gar keinen Fight. Seid doch friedliche Wesen. Richtig. Schlechter Zeitpunkt. Oh. Komm schon, Ray. Kacke. Oh, so, wo war ich? Beim Looten hier. Das kann ich checken. Okay. Zu einfach. Da darf er mal wieder. Oh, schau. Eine fette Lootkiste mal. Vielleicht sollte ich doch was in Hecken reinstellen. Hecken. Dietrichen.
Fingerkünste. War dann ein Bett auch? Ne. Oh. Drauf zum Dom. Ach, gibt's ja nicht. Das Biest kaufe ich mir. Ray wird für uns tanken. Nice. Gute Arbeit, Ray. Da ist eine kleine Hütte, wo, glaube ich, Loot war. Mana Trunk Öllampe. Da ist wer verreckt. Den kleinen holen wir uns. Knopf. Wirklich. As Ray walks into the sunset, once again, was sind zwei von denen? Ja. Zu einfach. Name des Spiels. Sehe ich genauso. Oh. Du stirbst jetzt. Ich muss aufhören, bei den Bettschläge zu machen. Okay. Okay. Oh. Den Typen. Das ist doch ein Begleiter. Hallo. Die Bestie von Xakor. Ich hatte mich bereits gefragt, wann ich dich wiedersehe. Auch wenn dein Gesicht ein wenig zu viel Farbe abgekriegt hat. Sind wir uns schon mal begegnet? Nicht persönlich, aber wir alle kennen deine Verdienste. Und ich habe deinen Absturz beobachtet. So wie es aussieht, bist du jetzt vogelfrei. Warum bist du nicht bei deiner Patrouille? Unsere Schicksale sind sich sehr ähnlich. Auch ich bin jetzt ein Abtrünniger und muss einen neuen Weg finden, meine Bestimmung zu erfüllen. Gehörst du zu den Separatisten? Selbstverständlich nicht. Ich kann ihre Überzeugungen nicht teilen. Die Separatisten zweifeln alles an, wofür wir stehen. Sie lassen es zu, dass ihr Verstand durch Gefühle beeinflusst wird und stellen sich gegen unsere Rasse. Ich glaube nach wie vor an den Hybriden. Auch wenn ich von nun an auf der Flucht bin. Warum bist du kein Soldat mehr? Warum bist du kein Commander mehr? Mein Auftrag verlief, sagen wir, unprofessionell. Also wurde ich exekutiert. Jedenfalls fast. Dann hat dein Henker bei seinem Auftrag wohl auch versagt. Kann man so sagen. Und das wird nicht ohne Konsequenzen bleiben. Also warum wurdest du ausgestoßen? Ich habe mir zu viel Zeit beim Essen gelassen. Okay. Und weiter? Wir sind überrannt worden. Und ich war nicht dabei. Als ich dazu kam, war der Kampf bereits vorbei. Jetzt wollen sie meinen Tod. Du hast dich bei einer Schlacht verspätet. Wegen deinem Essen. Ist das dein Ernst? Ich habe die Situation falsch eingeschätzt. Aber ich habe daraus gelernt. Jetzt muss ich mich darauf konzentrieren, meine Verfolger loszuwerden. Was ist dein Plan?
Ich will die Köpfe derjenigen, die mich tot sehen wollen. Eine Zeit lang habe ich als Kybernetiker im Eispalast gearbeitet und dabei ein neues System zur Kontrolle von Nervenbahnen entwickelt. Mit dem richtigen Werkzeug wäre ich so in der Lage, den Toten ein paar Geheimnisse zu entlocken. Bislang konnte ich diese Methode nicht testen. Das würde ich gerne nachholen. Klingt hochinteressant. Ich wusste, dass es deine Aufmerksamkeit wecken würde. Ich würde mein Wissen mit dir teilen, sofern du mein Vorhaben unterstützt. Du willst, dass ich dir das richtige Werkzeug bringe? Nein, um das Werkzeug habe ich mich selbst gekümmert. Ich will, dass du mir ihre Köpfe bringst. Und warum sollte ich das tun? Weil du die Bestie von Xarkor bist und sicher einen Weg findest. So könnten wir zwei Probleme auf einmal lösen. Ich werde nicht länger verfolgt und du kannst an meiner Genialität teilhaben. Außerdem biete ich dir meine Kampfkraft an. Du kämpfst für meine Sache und ich besorge dir die Köpfe deiner Verfolger. So sei es. Unsere gemeinsamen Erkenntnisse werden sicher so manche wissenschaftliche Neugier stillen. Wo ist unser Treffpunkt, wenn wir getrennt werden? Es gibt da einige Ruinen westlich von Goliath. Verstehe. Finde ich. Wer sind deine Verfolger? Es handelt sich um drei Alp-Commander, die sich auf den Weg gemacht haben, mich zu finden. Der erste ist Bartox. Er patrouilliert im Süden von Xarkor und will verhindern, dass ich zurück in den Eispalast komme. Der zweite ist Pollux, der meine Spur im Westen von Abessa verloren hat. Der dritte ist Tiras, der an der Grenze zu Ignaton auf mich wartet. Na? Speicher dir ihre letzten Aufenthaltsorte am besten in deinem Adjutor. Und noch eine Sache. Du solltest die Leichen besser verschwinden lassen, um die Aufmerksamkeit der Alps nicht zu erregen. Okay. Ich bin ein Viech. Ah, weil ich immer X-Button mische. Ah, die Bowser hat es sich verdient. Hopp, wir haben einen Fight. Uff. Gute Arbeit, Team. Gute Arbeit. Du auch. Du auch gute Arbeit. Zurück zum Looten. So, weiter rauf, Richtung Stadt. Ich speichere besser mal, bevor ich nochmal dieses Gespräch führen muss. Ich glaube, ich habe nicht viel mit ihm abgehangen im letzten Playthrough. Das kein Playthrough war, das nur mich war. Nur mich. Nur ich und ich. Selber spielend. Ohne Reden. Kann man sich gar nicht vorstellen. Dieses Viech. Es muss sterben. Die Baby-Raptoren. Da ist schon ein größerer. Das interessiert mich gerade gar nicht. Meine Fight hinter Fight. Erfolgschance war bis jetzt nicht sehr groß. Was ist das? Unhold. Habe ich dann Unhold unten gesehen? Irgendwas Fettes. Okay. War hier unten nicht irgendwas? Ah, eine Mission, glaube ich. Wir kommen später dazu. Oh, was haben wir hier? Und das. Gute Arbeit, Team. Gute Arbeit. Wache, wache, wache. Hallo, Fremder. Hey. Ich habe die besten Waren. Dann zeig mal, was du hast. Hast du Wildextränke? Eisenhammer, braune Setzerbrot. Ich glaube, mehr brauche ich nicht. Anleitung, Rezept, nein, passt. Ich glaube, das ist alles Setzerbrot, was wir brauchen. Wieder der Loot-Klitsch. Ach, komm schon.
Warum glitscht das schon wieder? Jetzt nicht mehr, was? Jetzt da. Ah. Ich glaube, direkt im Lager daneben sind Banditen. Kannst du ja mal probieren, die zu ausschalten noch. Aber ich weiß, dass das, glaube ich, kein leichter Fight war. Oh, nee. Kann ich nicht mal aussprechen. Ah, das geht diesmal. Okay. Backtipp kann ich nicht nehmen. Nochmal geht's. Dann wieder eine Ray ansprechen. Okay, Ray. Bereit für den Episodenendenkampf? Uff. Wir speichern hart. Hm. So. Was können wir uns noch reinhauen? Armbrust. Dann. Schlechter Höhle. Die ist sogar besser. Die Schlachterhose. Apfel. Starke Knochen. Ja. Wir sind bereit für den Kampf. Das meiste aus dem Schutt hier haben sich andere schon geholt. Outlaw. Ich wünschte, mein Bruder könnte die Kuppel hier sehen. Ups. So große Konstrukte haben ihn schon immer interessiert. Willkommen im Lager der Unreinen, wo sich die armen Seelen treffen, die diese stinkenden Kleriker nicht in die Stadt lassen. Was macht ihr hier? Sag mal, hörst du mir nicht zu? Wir warten hier darauf, dass sich die feinen Herren Kleriker dazu entschließen, uns in die Stadt zu lassen. Es gibt einige Outlaws in der Stadt, die Kleriker bereits bearbeiten, dass die Eingangskontrollen gelockert werden. Aber sowas braucht Zeit. Zeit, Geld, darf es vielleicht noch ein Stück Kuchen sein? Du bist genau die Sorte Maulheld, auf die ich gut verzichten kann. Ich möchte auch in die Stadt. Hast du es denn schon versucht? Nein. Da du kein Outlaw bist, würde ich es an deiner Stelle erst einmal versuchen. Wenn er dich wegschickt, dann komm wieder zu mir. Ich wüsste vielleicht, wie du hineinkommst. Das ist allerdings mit etwas Risiko verbunden. Oh. Ist sie wirklich so rechtgläubig? Geht's dir auch so? Anscheinend muss ich sie doch nicht killen. Noch nicht. Noch nicht. Elex? Ich werde. Ein bisschen ein Elex. Ein kleines bisschen Elex. Kannst du mir doch ein bisschen Elex geben? Reden wir mit dem und dann sind wir fertig. Ich habe mich noch nirgends angeschlossen, also vielleicht. Oh, ich habe mir auf jeden Fall eine Knochenbrühensuppe umsonst reingehauen. Nächste Assi-Wache. Schritt weiter. Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. War ja klar. Verdammte Kleriker. Ach, Fresse, Ray. Wie steht es um Truppenbewegungen der Alps hier in der Gegend? Tja, hier in Abessa ist eine Menge los, kannst du dir vorstellen. Was vor allem daran liegt, dass wir uns hier so nah an Xarkor, dem Eisland im Norden, befinden. Mich interessieren vor allem die Elexitoren. Jetzt, wo du es sagst, Elexitor Kallax ist vor ein paar Tagen mit seinen Soldaten und einer Truppe Kampfmaschinen hier vorbei Richtung Norden gezogen. Keine Ahnung, was er hier wollte, aber er schien sich nicht für unsere Stadt zu interessieren. Kallax zog in den Norden. Wie lange ist das her? Ich sagte ja, ein paar Tage. Er ist mit Sicherheit schon wieder in der Hauptbasis der Alps, im Eispalast oben in Xarkor. Warum interessiert dich das? Du bist doch nicht so lebensmüde und willst es mit den Elexitoren aufnehmen, oder? Nein. Ich bin noch nicht so weit. Aber es ist gut zu wissen, was der Feind vorhat und wo er sich gerade befindet. Oh Mann, noch so ein Spinner mit Heldenkomplex. Ich hoffe, das ist nicht ansteckend. Komm mir bloß nicht zu nah. Woher bekomme ich eine Zugangskarte? Gar nicht mehr. Wir haben Weisung, niemanden mehr hineinzulassen. Diese Stadt ist ein Pulverfass und wir Kleriker versuchen alles, um die Ordnung aufrechtzuerhalten.
Wir können es uns nicht leisten, noch mehr schädliche Elemente in die Stadt zu lassen. Die Outlaws scheinen mit unserer Führung nicht ganz zufrieden zu sein. Aber ohne Ordnung und Gesetze kann keine Zivilisation bestehen und wir können hier keinen Aufstand gebrauchen. Es gibt eine Menge Leute, die nicht in die Stadt kommen. Mit denen kannst du dich ja zusammenschließen. Sie haben sich weiter draußen in einem der alten Häuser eingenistet. Möchte ich da nicht einfach reinhopfen? Ich glaube, da gibt es einen Geheimgang auf der rechten Seite. Mal schauen. Ob wir einfach nicht den Geheimgang reinnehmen. Oh ja, schau. Halt! Ohne ID wird niemand in die Stadt gelassen. Lass mich durch. Ich möchte in die Stadt. Dann geh zu Gregor am anderen Tor. Er ist der Einzige, der die Erlaubnis hat, neue IDs auszustellen. Es werden nicht mehr sehr viele Leute reingelassen. Das liegt wohl auch daran, dass so viele verdammte Outlaws versuchen, in die Stadt zu kommen. Du scheinst Outlaws nicht leiden zu können. Wundert dich das? Wir haben viel zu viele von ihnen in der Stadt. Sie machen nichts als Probleme. Und draußen vor der Stadt auf dem alten Hof hängen schon wieder ein halbes Dutzend von ihnen herum. Ich wünschte, irgendjemand würde sie einfach vertreiben. Wenn du verstehst, was ich meine. Du willst, dass die Outlaws vor der Stadt sterben? Wow, wow, wow. Immer langsam. So habe ich das nicht gesagt. Auch wenn ich es bestimmt nicht schade fände, wenn sie keinen Ärger mehr machen würden. Wegen den Outlaws vor der Stadt? Ich würde denjenigen, der sie zum Verschwinden bringt, auch großzügig entlohnen. Wenn der Preis stimmt, werde ich mich um die Outlaws kümmern. Gut ausgerüstet siehst du ja nicht aus. Aber gut, wenn du es wirklich schaffst, will ich mich nicht beschweren. Die Bezahlung sollte kein Problem sein. Geh einfach zu den Outlaws und bring mir ihre Köpfe. Dann bekommst du deine Bezahlung. Du willst ihre Köpfe? Bei Kalan, nein. Was soll ich denn mit ihren Köpfen? Das habe ich nur so gesagt. Sorg einfach dafür, dass die Outlaws verschwinden. Und lass dich bloß nicht auf einen Handel mit ihnen ein. Sonst kannst du deine Belohnung vergessen. Oh. Wenn wir noch ein paar Outlaws killen. Oh, warum eigentlich nicht? Schauen wir mal, ob ich wirklich das Zeug dazu habe. Vielleicht lasst er mich hier in die Stadt rein. Ich glaube, das habe ich genau letztens so gemacht. Deswegen hatte ich gedacht, dass ich sie sowieso killen muss. Ich glaube, das löst mein ID-Problem. Ist ja nicht so, als wäre ich perfekt ausgestattet dafür, aber... Aber wir können es probieren. Das sind haufenweise Outlaws doch. So eine irre Ziege. Puff. Wo ist der Typ? Wer soll denn damit rechnen? Outlaw. Ist sie wirklich Hunter. So leicht, glaube ich? Ich möchte auch in die Stadt. Hast du es denn schon versucht? Ja. Und er hat dich nicht reingelassen, richtig? Sonst wäre ich nicht hier. Also pass auf. Ich habe eine Möglichkeit, wie du in die Stadt kommst. Aber die ist riskant, weil du möglicherweise nicht mehr herauskommst. Das ist mir egal. Nicht, dass es dir wie Cooper ergeht. Du solltest eines wissen. Jeder, der keine gültige ID hat, wird von den Klerikern nicht durchgelassen. Nicht in die Stadt, aber auch nicht mehr aus der Stadt. Wer ist Cooper? Cooper? Das ist, ja, sagen wir, ein Bekannter von mir. Da kommen wir auch schon zum Kern der Sache. Wenn du möchtest, gebe ich dir eine gefälschte ID-Karte. Allerdings habe ich eine Bedingung. Wir haben Cooper bereits in die Stadt geschleust. Aber jetzt kommt er nicht mehr heraus. Du musst ihm eine ID mitbringen, sodass er die Stadt wieder verlassen kann. Aber sei dir bewusst, was passiert, wenn du damit entdeckt wirst. Du kommst nicht mehr heraus. Deswegen traut sich auch niemand von uns, damit hineinzugehen. Die Kuppelwache Gustav schickt mich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie uns tatsächlich in die Stadt lassen. Also was will er von uns?
Er will, dass ihr von hier verschwindet. Das kann er vergessen. Wenn er will, dass wir abhauen, dann muss er uns schon töten. Wir gehen nirgendwo hin. Wenn er will, dass wir verschwinden, soll er gefälligst selbst herkommen. Sag ihm das. Ich sage ihm gar nichts. Entweder ihr haut ab, oder ihr sterbt jetzt. Wie du willst. Zieh deine Waffe, du Wurst. Mit dir mache ich kurz einen Prozess. Echt jetzt? Jetzt gibt's auf die Fresse. Da hat jemand was Fettes. Und so ein Ray. Einen haben wir schon da. Sehr schön. Ja, der hat die Rolle in ihren Tod gemacht. Die nächste heute ist tot. Der Typ ist tot. Oh, Hunter, du gegen mich. Was für ein Kampf. Letzter Schlag, Ray. Ah. 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 Lass mich doch mal die Outlaws routen. Routen, nicht looten. Ach, gute Arbeit, ich. Da schlafe ich doch eine Runde drüber. Im echten Leben auch. Da wird später fertig gelootet. Hier sollte mal jemand aufräumen. Das werden wir sein. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.